Gibt einen schönen Satz von Christian Lüth, Pressesprecher der AfD. Habe ich gerade vor mir, das war so ein Satz, der sagt, wenn die Message stimmt, ist uns eigentlich egal, woher das Ganze kommt und wie es erstellt wurde. Das ist auch nicht so tragisch, dass es fake ist. Also genauso ist es andersrum beim Leser. Also es ist eher so, dass man, glaube ich, von der Erwartungshaltung des Lesers ausgehen muss. Also ich habe ein gewisses Weltbild, ein gewisses Mindset und deswegen lese ich bestimmte Nachrichten. Und wenn das passt für mein Weltbild, dann glaube ich das erstmal. Egal, ob das wahr oder falsch ist, weil ich kann das in der Regel ja gar nicht beurteilen, ob das stattgefunden hat oder nicht. Created using Powtoon.